Hallo, hier bin ich wieder, also 26. Oktober und heute gehe ich den Tag mal chronologisch an. Wir sind heute wieder auf die Finca gefahren, auf dem Hinweg wieder an einer Stelle, wo man einen sehr guten Blick auf den Vulkan hat, der sich auch sehr gut gezeigt hat in seiner neuen Gestalt, denn die Westflanke ist ja abgebrochen. Dann weiter zur Finca, da auch nochmal, zeige ich auch nochmal, alles wieder eingeschwärzt seit Sonntag, total viel wieder auf dem Dach. Mit einer Person Hilfe haben wir dann auch einigermaßen freigekriegt, nicht alles, es war auch nass, es hat geregnet, nicht reingeregnet zum Glück, aber das verhält sich identisch wie Sand, diese Pyroklasten, das heißt, sie waren oberflächlich schon wieder trocken und da ging es auch leicht und auch das Nasse klebte ein bisschen fest, ging auch relativ leicht, nur das hat man so richtig das Gewicht gemerkt. Auf dem Rückweg bin ich wieder auf dem Berg, wo man auch eine sehr schöne Sicht auf den Vulkan hat. Dort habe ich wieder mit Sicht auf den Lavaausstoß und die Wolken, die ausgestoßen werden, was zu dem heutigen Geschehen, was heute alles so passiert ist, gesagt. Unter anderem auch zu dem Beben, was ich gerade kurz vorher habe ich wieder eins gespürt eben. Da hat es hier auch länger nachgezittert noch ein bisschen. Und ich werde noch mal zeigen auf dem Rückweg, da war es schon dunkel, noch ein paar schöne Fotos von dem Vulkan, wie er in der Dunkelheit leuchtet. Regnet. Sehr, sehr viel Rauch. Das sieht da oben schon aus wie ein Atompilz mittlerweile. Ja, wie man sieht, es gibt ja drei Schlote, den Hauptschlot in der Mitte, hinten den südöstlichen und vorne gab es einen, auch einen Schlot Richtung, also hier rechts zu sehen mit den Flammen Richtung Nordwest. Der ist kollabiert. Das sieht man auch, da ist ein richtiges Loch jetzt zu sehen da drin. Da ist sehr viel Lava rausgeflossen.
Da schießt die Fontäne hoch, da ist sehr viel Druck. Da tut sich wirklich viel. Ich werde nachher nochmal, wenn ich runtergehe, auch nochmal die Lava mir anschauen. Das kann man jetzt hier nicht sehen, wie sie fließt, ob sie fließt und wie sie fließt. Ja, es hat sich, wie gesagt, der Schlot sozusagen, ist wirklich richtig kollabiert, in sich zusammengebrochen, hat große Mengen Lava freigesetzt, auch in der Nacht. Die Lava fließt in den ursprünglichen Lavastrom, der über Todoke ist und auch das Delta gebildet hat. Der fließt ja wohl in verschiedenen Kanälen oben, unten, läuft er wohl weiter in das Delta rein. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der nördlichste auch noch versorgt wird. Der bei La Laguna hat er sich nicht weiter bewegt. Das sieht man nur, wenn man jetzt so drauf guckt, bei den drei Lorbeerbäumen, bei den drei großen an der Kirche, dass mittlerweile auch der zweite braun geworden ist. Nur noch einer grün von den dreien. Da rutscht wohl die Lava auch noch ein bisschen weiter nach vorne und denen ist es wohl auch zu heiß geworden. Was der südliche Lavastrom macht, das kann ich überhaupt nicht sehen von hier aus. Der dürfte auch weiterhin wahrscheinlich, so wie ich das verstanden habe, immer noch stehen vor der Solaranlage, der dürfte sich wohl auch nicht weiter bewegt haben. Wenn ich was anderes erfahre noch, schreibe ich das in die Infobox rein oder hänge es noch mal hinten dran an den Film. In der Mitte der Hauptschlot, der gast aus, also das ist wohl so Wasserdampf, was da rauskommt. Das spricht dafür, dass er ein bisschen porös ist vielleicht. Dass er vielleicht durch die Hitze auch mittlerweile instabil wird. Die Spitze fehlt ja auch oben. Der ist ja auch schon zusammengebrochen. Und da kommt wohl auch, wie man jetzt sieht, sehr, sehr viel schwarzer Rauch raus. Wir waren jetzt bei uns an der Finca. Da war sehr viel runtergekommen wieder. Also wirklich viel und auch nass. Es hat geregnet. Nass lässt sich das sehr schwer entfernen, das klebt dann auch ein bisschen und wird sehr schwer. Das konnte man jetzt richtig merken beim Füllen der Samurrust, also dieser Maurereimer, die wir da immer benutzen. Da konnte ich den vollen schon gar nicht mehr tragen. Also einen vollen kann ich sonst tragen, wenn das trocken ist. Aber wenn das nass ist, ist es doch, da merkt man das Gewicht. Wir hatten jetzt eine Person vom Zivilschutz als Hilfe. Wir sind natürlich nicht fertig geworden, obwohl wir ziemlich lange bleiben konnten, aber das war wieder so viel und aus den Rinnen rauszukratzen. Aber es soll jetzt erstmal nicht mehr regnen und wir können ja jetzt auch erst, so wie es aussieht, am Samstag wieder hin. Ja, ansonsten gibt es weiter nur noch was über die Beben zu berichten. Und über die Deformationen, also die Beben waren 184, das ist absoluter Rekord. Davon waren wenige Beben in den tiefen Tiefen und viele in den höheren Tiefen von 10 bis 15 oder bis 13 Kilometer. Es gab heute Morgen um 6 eins mit der Magnitude 4 in 15 Kilometer Tiefe. Das ist also für diese Tiefe jetzt eines der stärksten Beben. Die starken Beben waren bisher immer nur in den tiefen Tiefen. Die Magmakammer, habe ich jetzt gelesen, wird gar nicht bei Fuencaliente unbedingt verortet. Ich dachte immer da, weil dort die Beben, es wurde immer so genannt, dass dort die Beben stattfinden, sondern die wird jetzt wahrscheinlich sogar in der Nähe von der LP03, also dieser Messstation für die Bodendeformation, die sich zwischen St. Nicolas und Jede befindet, also über Las Manchas. Und also das gehört zu Las Manchas, sowohl St. Nicolas als auch Jede gehören zu Las Manchas. Also oben Las Manchas, wir sind abajo, also unten von Las Manchas, also über uns. Da ist es sehr auffällig, dass es über 10 cm angestiegen ist. Also da ist ordentlich Druck im Moment da.
Solange das ja nach Norden abfließen kann, dürfte das nicht so ein Problem für uns dann auch werden. Aber wenn das nicht mehr möglich ist, könnte es zum Problem werden. Es gibt da verschiedene Theorien drüber, warum sich das dort so anhebt. Es könnte sein, dass die Magmakammer sich dort ausdehnt. Es könnte aber auch sein, dass da vielleicht ein Engpass ist da oben. Das ist jetzt so meine Theorie. Ach, jetzt sehe ich gerade, jetzt kann man gerade sehen, wie hinten der auch anfängt, wieder Lava zu spucken. Da wird es auch rot. Der südöstliche, der jüngste Schlot, fängt auch wieder an. Er geht auch wieder in eine explosive Phase. Das hört man am Grollen. Also irgendwelche Gase kommen nicht schnell genug raus. Irgendwas ist verstopft. So, jetzt geht es weiter. Okay. Ja, also mit diesen Deformationen, das beunruhigt mich immer so ein bisschen, weil das so über uns ist und damit fing ja auch alles an. Und damals ist man davon ausgegangen, aufgrund dessen, dass halt dort der Vulkan auch ausbrechen wird. Jetzt ist er an der Cabeza de Vaca ausgebrochen, weiter nördlich. Und da gibt es wohl einen Abfluss, also irgendeinen Weg dorthin, der einfacher war, als jetzt die Bodendecke dort zu öffnen. Wollen wir hoffen, dass da alles frei bleibt und nicht so viel Magma nachkommt, dass nicht genug in den Norden abfließen kann. Denn da scheint mir jetzt ordentlich Druck drauf zu sein. Ja, das war es jetzt zu den Beben und zu den Deformationen und zu dem Vulkan selbst. Es geht weiter, es sieht nicht nach einem Ende aus und ich zeige noch mal unten, wie es sich mit den Lavaflüssen im Moment darstellt. Aber da, ich sehe, dass wieder ein Schwall rauskommt. Da kommt ein ganzer Schwall raus, das kann man deutlich sehen. Ein riesiger Schwall läuft da gerade runter. Und meines Erachtens ziemlich weit nördlich. Kommt da richtig was raus? Oder ist die Öffnung so groß durch den Einbruch? Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, die Öffnung ist nur so groß. Wir gucken uns das nochmal von unten an. Was sich jetzt da bei dem Südöstlichen tut, kann ich nicht sagen im Moment. Da sehe ich nur, dass da auch jetzt Lava hochkommt. Aber was mit dem Lavafluss dort ist, das kann ich leider nicht sehen.